Dann hat er ein gutes Loch reingesprengt. Ein Jetpack habe ich, das muss ich mir genau überlegen. Aber ich will die ja erledigen, von daher gucke ich mal, ob das diesmal funktioniert. Das letzte Mal hat er ja gehongen. Ja, diesmal hat es geklappt. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 dürften noch übrig sein. Ja, genau, es sind noch 5 übrig. Und bis jetzt habe ich 3,5 Minuten gebraucht. Das ist doch mal cool. Ach, Gas. Ne, hoffentlich klebt das nicht so. Ja, ja. Na, schade. Beinahe hätte er sich selbst erwischt, wäre das noch ein bisschen weiter nach hinten gehüpft. Von da aus kann ich die auch malträtieren. Jetzt geht's aber. Ach nee, da sind noch 3, 6 noch übrig. Ah ja, was soll's. Den hier werde ich geflissentlich mit Dynamit wegsprengen. So, Jump. Zumindest bis an den Zaun. Ach nö, oder? Jetzt muss ich den auch noch da runter schießen. Blöd. Naja. Das dürfte ich aber hinkriegen. Das, ja, eigentlich ist das kein Problem. So weit hinten. Baseballschläger könnte ich den bestimmt dann immer ins Wasser befördern. Jetzt hat er. Doch ein ganzes Stück daneben gehauen. So, und jetzt hat er da oben keine Chance mehr. Platsch. Und jetzt kriege ich auch den Herrn hier unten. Und ich stehe mitten auf dem Dach, also kann ich eigentlich nur schwerlich runterfallen. Außer natürlich, sie sprengen mir das Dach unter den Füßen weg. Okay. Was hat der jetzt vor? Stell dich ihn jetzt von deinem Freund, dann ist alles gut. Dann kann ich euch beide in die Luft jagen. Ach, wieso? Komm schon. Das wird mich treffen. Ja, sieht gut danach aus. Ja, ich bin grün. Bin ich mal ordentlich vergiftet? Okay, jetzt bin ich unten wieder dran. Und was mache ich hier? Da habe ich da oben einen und da hinten 3. Kümmere ich mich erstmal um den. Ups. Da oben, würde ich sagen. Gut, wie kriegt man den Typ darunter? Hochzielen und mit maximaler Kraft feuern. Oh, nein, Benzinfass. Oh, verdammt. Auf jeden Fall habe ich ihn schon mal ein Stück erwischt. Na, jetzt wird er mich angreifen unten beim Benzinfass. Ja, genau. Ja, Benzinfass wurde ausgelöst, aber so schlimm war es gar nicht. Okay, jetzt geht's ja hier dem Ankragen. Endgültig. Time to say goodbye. Ich habe keine Lust mehr auf den. Oder? Nein. Noch ein Treffer. Wäre runtergefallen, wäre fertig gewesen. Boah, jetzt habe ich hier 7 Minuten. Mir bleiben noch 3 Minuten, um 4 Leute klein zu kriegen. Wobei die immer lange für ihre Züge brauchen, was recht nervig ist. So, was machst du jetzt? Ah, Gas, Benzin oder wie auch immer. Gott, das ist nur Gas. So schlimm ist das auch nicht. Krieg ich den da oben mit der Schrotflinte? Dann könnte ich nämlich auch noch einen anderen schon mal
bisschen ankratzen. Wird das Ganze ein Stück einfacher machen. Ja, den kriege ich. Ja, klasse, wenn man keine Schrotflinte mehr hat. Aber ich habe einen Luftschlag. Der wird mir nur von da oben was bringen. Aus, oder? Ich drehe mich so. Nein, ich hole jetzt erstmal den da oben runter, sonst. Ja, und ins Wasser geflogen. Ja, mal dahin, wo keine Löcher sind, das ist immer gut. Okay, jetzt habe ich noch. Warte, der Rekord ist bei 12. Jetzt habe ich noch 2, 3, 3,5 Minuten. Bin ich zumindest der Meinung. Oh, sauberer Treffer. Gut, die Frage ist jetzt, wie ich das hier lösen will. Am besten wäre natürlich, wenn der jetzt hier ins Wasser fliegt, deswegen schieße ich mal ein bisschen daneben. Oh, verdammt, also daneben. Verflucht. Okay, aber ich könnte jetzt einfach da runter und ihn schubsen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Yes! 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 Das war er selbst. Bedeutet, ich krieg keinen Schaden und einer von denen ist weg. Okay, dann gucke ich mal, dass ich den entweder in die Nähe von der Mine bekomme. Also am besten wäre natürlich hinter die Mine, weil... Ja, fast. Ist ein Stück daneben, aber... Er kriegt nochmal was ab. 75, das ist nicht schlecht. Den dürfte ich mit einer Bazooka kriegen. So, wenn die sich jetzt ein bisschen beeilen würden. Hopp, auf, los. Mach hinne. Was wird das? Gas. Ey, komm schon, wieso hängst du so? Ein Luftangriff, nein, ich werde durchs Dach fallen. Boah, was ein Glück, ich bin nicht durchs Dach gefallen. Nur ganz knapp. Okay, jetzt bin ich mit TJ dran. Bedeutet erstmal hier rüber. Und dann mit der Bazooka. Sehr schön. Nee, sterben wird er dadurch nicht. Aber fast. Aber fast, das ist doch schon mal gut. Ja. 1,5 Minuten noch oder so. Ja. Ich sollte mich beeilen. Komm, mach hinne. Okay, den kann ich ganz einfach ins Wasser schubsen. Ich überleg mir meine nächste Aktion gut. Das auf jeden Fall. Okay. Sehr schön. Das bedeutet für den, er kann Tschüss sagen. Dann ich, 18 werde ich ihm nicht gezogen haben. Nein. 18 nicht. 9. Ja, das war die Hälfte. Hätte ich früher rumgezogen und dann hätte ich ihn ja gehabt. Aber was soll's hier, der ist nur noch dran. Komm, mach hinne. Auf geht's. Hopp. Komm, du musst du eh nur noch einmal getroffen werden. Jetzt lauf nicht so ewig. Verbrauch nicht meine kostbare Zeit. Ja, bring dich am besten gleich noch selber um hier. Unmöglich, diese Jungs. Wirklich unmöglich. Wie? So, ich glaube, das ist jetzt sein Todesurteil. Boah, kann der hochfliegen. Ich hätte ihn beinahe noch zu mir hoch aufs Dach gesprengt. Puh, ich hoffe mal, ich war in der Zeit jetzt.
Mal sehen, wie das ausgegangen ist.